Dieses Video entsteht jetzt ganz spontan und ich hoffe für mich, dass ich es auch hochlade. Es fällt mir sehr schwer, das mich so zu zeigen, aber da ich ja für ein authentisches Miteinander bin, möchte ich auch euch, möchte ich dir auch diese Seite zeigen von dem Weg und nicht nur die Videos, wo ich voller Hoffnung und Zuversicht und immer einen tollen Tipp auf den Lippen. Ich wollte eh schon länger ein Update machen und jetzt ruft es quasi ganz laut danach. Ja, wo ich gerade so stehe, also für die, die es nicht wissen, ich bin ja gerade wohnungslos umherreisend, weil ich auf der Suche nach der Liebe in meinem Leben wieder bin. Ich habe viele Jahre als Heilpraktikerin gearbeitet und habe dann gemerkt, ich bin getrieben von meiner Existenzangst und wollte das nicht mehr und habe deswegen aufgehört, das zu machen. Das Einzige, was ich noch mache, sind die Retreats mit Tobias zusammen. Im Sommer die Meditationsretreats, so Haltepunkte, die es da noch gibt. Da freue ich mich auch tatsächlich drauf, auch wenn das ja mit vielen Herausforderungen der Weg gespickt ist, die wir aber alle irgendwie meistern, die aber auch viele Emotionen hervorrufen, so. Komme ich vielleicht noch mal später zu. Jetzt möchte ich dir gerne erzählen, wie das so ist, wenn ich wohnungslos und nicht arbeitend irgendwie sind. Und ich fange direkt mit dem an, was oberst aufliegt und was mir jetzt seit Tagen zu schaffen macht. Und zwar kommen ganz viele Gedanken hoch, dass ich etwas leisten muss. Und ich weiß einfach gerade nicht, was ich tun soll, wo mein Weg weitergeht und wo ich leben werde. Wobei das gerade nicht so ein drückendes Thema ist. Das ist gerade okay. Also, das finde ich sogar gerade ganz faszinierend, weil ich dadurch ganz viel lerne und ich merke, jeder Ort, an dem ich bin, es geht ja jetzt seit, ich glaube, anderthalb, knapp 2 Monate, irgendwas dazwischen. Ich war jetzt an 5 verschiedenen Orten und jeder Ort hat seine Herausforderungen und ich merke, bei jedem ist es nicht meiner, ich bin zu Gast und lerne ganz viel Flexibilität und nehme mich aber überall mit hin. Also all die Themen, die ich habe, die trage ich in mir und deswegen spiegeln die sich auch überall. Und ja, womit fülle ich meine Tage? Und ich merke, ich will irgendwas ganz Sinnvolles machen. Ich soll mir gut dabei gehen. Und gerade ist aber eher ganz viel Unwissenheit, nicht weiter wissen, ganz viel herausfordernde Gefühle. Ich meditiere jeden Tag, um irgendwie den Zugang zu meiner inneren Stimme wieder besser zu hören. Ich gehe spazieren in der Natur, ich gehe joggen. Ich versuche, so gut es geht, mich zu ernähren, auch wenn ich gerade viel, wie nennt man das, emotionales Essen oder Ausgleichsessen oder sowas zu mir nehme. Und ich versuche, einen milden Weg mit mir zu finden und gut für mich zu sorgen, auch wenn es halt gerade schwer auszuhalten ist. Dieser Zustand. Und ja, das ist ganz schön hart oder ganz schön herausfordernd,
das Gefühl, immer etwas leisten zu müssen, einen Beitrag zu leisten für die, ja, irgendwas, ich möchte irgendwas hinterlassen, ich möchte wichtig sein. Und der Glaube, irgendwie sein zu müssen. Und zu produzieren, weiter irgendwie Videos zu machen. Und ich habe aber gerade große Schwierigkeiten damit, weil ich einfach ja nicht in mein Bild reinpasse oder irgendwie gerne Hoffnung schenken möchte auf meinem Kanal. Und jetzt kann ich das aber gerade nicht. Ja. Ich weiß nicht, jetzt mit mir anzufangen. Ablenken funktioniert auch nicht so gut. Ich habe mir Bücher und Filme aus der Bibliothek geholt und blätter da rum. Ich habe neulich ein ganz tolles Hörbuch gehört von Paulo Coelho. Die Schriften von Accra heißt es, glaube ich. Und da habe ich so ein bisschen Antworten für mich drin gefunden, ein bisschen Halt drin gefunden. Und ich glaube, dass es aber auch genau darum geht, es auszuhalten. Und vielleicht geht es auch um Bescheidenheit. Vielleicht geht es um, das Leben ist nicht immer die tollste Kanone und das tollste Auto, die tollste Wohnung, die tollsten Freunde, immer wissen, wie es weitergeht. Und das Leben ist so voller unterschiedlicher Gefühle. Ein spannendes neues Gefühl, was zurzeit da ist, ist, dass sich meine Seele wund anfühlt. Das kenne ich so noch gar nicht. Für manche ist es vielleicht auch, können es auch nicht nachvollziehen. Es hängt mit einem Thema zusammen, was mich auch gerade sehr beschäftigt, und zwar, dass ich wieder mal unglücklich verliebt bin. Aber ich möchte da ein eigenes Video zu machen, weil das ein Thema ist, was ich sehr gut kenne und was ich gerne ausführlicher angehen möchte. Ich muss nur schauen, wann ich den Mut dazu finde, weil ich ganz viel Angst dabei auch habe, darüber zu sprechen, weil das mich sehr an meine Minderwertigkeit ranführt, ja, dass ich nicht liebenswert bin, nicht attraktiv genug und so Sachen. Und ja, sich immer wieder aufzumachen, das Herz zu öffnen und sich zu zeigen und nach vorne zu gehen und zu riskieren und das kann auch wehtun. In dem Hörbuch von Paulo Coelho habe ich einen hilfreichen Satz gefunden, der mir gerade da drin sehr viel Halt gibt. Und der geht so, da geht es darum, dass wenn man mutig etwas wagt, dann kann man dabei nicht verlieren, egal was bei rauskommt, weil man ist losgezogen und hat es gewagt. Ja, und ich bin losgezogen und habe es gewagt. Ich habe alles losgelassen. Da gibt es Videos dazu. Ich verlinke dir das mal, wenn du das nicht weißt, worum es da jetzt gerade geht oder da noch mal tiefer einsteigen möchtest. Und ja, wenn man sich auf unbekanntes Gebiet begibt, dann ist da viel Unsicherheit und dann kann da auch viel Schmerz sein. Und ich versuche es zuzulassen, so gut es eben geht.
Und es ist eine krasse Selbstliebeübung. Ich habe ja einige Videos zur Selbstliebe gemacht, auch gerade mit Silke, das letzte. Und das sind jetzt hier die richtig harten Momente, wo es echt drauf ankommt, da sich selbst zu lieben und anzunehmen und dass ich gut für mich sorge und dass ich, auch wenn kein anderer für mich da ist, dass ich für mich da bin. Und ich merke halt, dass mir das Außen gerade nicht weiterhelfen kann, so, weil die Lösung liegt nicht im Außen, die liegt irgendwo in mir im Inneren. Mein Weg ist in mir. Und ich kann mich zwar gerade, also ich kann schon teilen, was wie es mir geht und ich habe liebe Freunde, die für mich da sind. Aber eins, was ich laut höre, wahrnehme, ist, dass es in mir irgendwo ist und dass ich gerade auch Geduld üben muss, Geduld üben darf, mal wieder. Es gibt Punkte, so wie ich jetzt gerade an einem stehe, wo nicht klar ist, wie es weitergeht, wo keine tolle Lösung da ist. Und es ist so schwer. Und ich habe auch Angst, wenn ich mich so zeige, dass ich dann mit guten Ratschlägen bombardiert werde. Das und das kannst du dann machen oder das und das. Und ich will es gerade nicht hören. Ich habe mal letztes Jahr, als es mir ganz lange nicht gut ging, auch ganz viele Freunde gefragt, da wusste ich nicht weiter. So wie jetzt. Und ich war irgendwann total verwirrt und habe gemerkt, so jeder sagt aus seinem Wissen heraus total gut gemeinte Sachen und ich habe sie auch gefragt. Aber ich habe irgendwann gemerkt, es bringt mich nur durcheinander, weil ich ja meinen Weg gehen muss. Ich werde es jetzt an diesem Punkt lassen. Oder vielleicht noch eine Sache, so dass, wenn es gerade so, auch wenn es vielleicht gerade so aussieht, oder als wenn es gerade nicht so deutlich ist oder nicht so stark rauskommt, aber es gibt Hoffnung in mir. Und ich habe solche Punkte schon öfter erlebt. Sie waren alle anders, sie fühlen sich alle anders an. Und ich weiß, sie gehen irgendwann vorüber und manchmal hilft es mir, wenn ich mir vorstelle, ich bin schon 80 Jahre alt oder 90 oder 100 und schaue auf mein Leben zurück und dann sehe ich mich, wie ich da jetzt sitze mit 38, fast 39 und an dem Punkt, an dem ich gerade bin und dann nicke ich weise mit dem Kopf und wenn ich das schon gewusst hätte, was ich jetzt weiß. Und diese Hoffnung bleibt mir. Aber egal, auch wenn ich jetzt nicht in die Zukunft gucke, auch wenn ich in diesem Moment bin, also ich bin für mich da, so gut ich es kann und ich begleite mich dadurch. Ich tue mir Gutes und möchte das, was ich in den Videos geteilt habe, wo ich gesagt habe, alles passiert aus Liebe, das möchte ich auch jetzt
glauben und darauf vertrauen. Und auch wenn ich es jetzt gerade in dem Moment nicht verstehe und es sich total wund anfühlt und versagt, unattraktiv und nicht gesellschaftskonform. Dann glaube ich trotzdem daran, oder dass sich die Liebe darin irgendwann zeigen wird. Und dass sie auch jetzt schon da ist, dass es aus Liebe zu mir passiert. Ich habe ja das alles losgelassen, weil es sich nicht mehr gut angefühlt hat und es kann nur besser werden. Und ich war schon immer ein Mensch, der nicht immer den leichtesten Weg gewählt hat, sondern auch herausfordernde, mutige Wege. Und es hat sich bisher immer ausgezahlt. Mein Mut wurde immer belohnt und ich bin gespannt, wann es diesmal der Fall sein wird. Es ist so, manche Wege sind schwer und herausfordernd. Und diese Wege machen mich stark. Ich habe ein starkes Gefühl in mir, ein starkes Gerüst in mir, ein starkes Fundament in mir, das mich trägt und begleitet, weil ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen und vielleicht geht es darum. Ja, und wie gesagt, und auch nicht darum und darum nicht immer zu glauben, dass etwas Großes zu leisten ist. Klar, ich bewundere auch die Menschen, die total tolle Dinge auf die Beine stellen und die immer weiter voranschreiten und bei denen immer alles im Flow zu sein scheint. Und dann verzweifle ich, wenn es bei mir halt nicht so ist. Und ich bin dankbar um alle, die sich schwach zeigen und auch die schwierigen Momente teilen. Weil das Leben ist nicht nur stark sein. Das Leben bietet so viele Facetten, so viele Gefühle, die es zu fühlen gibt. Die Palette ist unendlich. Und es ist ein großes Geschenk, fühlen zu können. Meine Heilpraktikerin hat immer gesagt, es hat doch niemand gesagt, dass das Leben immer nur schön ist. Manchmal wünsche ich mir das. Es ist wie ein Kind, dieser Wunsch. Oder wie der Wunsch eines Kindes. Und vielleicht ist es auch für manche Menschen so, ich erlebe es einfach anders und vielleicht bin ich auch widersprüchlich. Ich habe voll Angst vor den
Kritikern, weil ich mich ja gerade eh schon wund fühle und sehr empfindsam und verletzlich. Und deshalb bin ich auch gerade sehr zurückgezogen, weil ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist, oder ich bin einfach gerade nicht so, hab nicht so eine Schale oder so eine, die Stärke, mich allem zu stellen. Und die Videos, die ihr seht, die in der nächsten Zeit rauskommen, die habe ich vielleicht schon vorher gedreht, weil ich manchmal so Phasen habe, wo ich ganz viel produziere und dann also ganz viel aus mir raus will. Und ich werde versuchen, dieses Video zeitnah hochzustellen, um das einfach rauszubringen. Ja. Also ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video was gegeben. Ich habe es für mich gemacht, um meine Angst zu überwinden, mich so zu zeigen. Und ich bin gespannt, was passiert. Gespannt und auch ein bisschen ängstlich. Also ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und wenn du mir deinen Support geben willst, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben als Zeichen, als kleines Zeichen. Das kann ich vertragen. Bis zum nächsten Video.